Im heutigen Markeflüster geht es um Inflation, die Notenbanken und FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, die Rallye zu verpassen. Und die ist derzeit ziemlich ausgeprägt, diese Angst. Und ich will in diesem Kontext mal diese Wechselwirkungen zwischen Inflation, Notenbanken und Fear of Missing Out zeigen. Und wir starten mit Christine Lagarde, die heute ihren Auftritt hatte. Und siehe da, sie hat eingestanden, dass diese Phase höherer Inflation doch jetzt etwas länger dauert als prognostiziert. Und nachdem man eingestanden hat, dass die Prognose falsch war, gibt man jetzt die nächste und sagt, ja, 2022 wird aber besser. Und klar, ein Argument gibt es, das ist der Basiseffekt, also der Vorjahresvergleich 2020. In Corona waren ja die Preise massiv gefallen. Dieser Vergleich zu 2020 fällt dann weg und dann wird mit 2021 verglichen. Das spricht erstmal für das Argument von Christine Lagarde, aber es gibt einige, die ziemlich dagegen sprechen. Die wollen wir uns gleich anschauen. Heute dann die deutschen Verbraucherpreise ja mit 4,5% reingekommen, höher als erwartet. Und eines war offenkundig, die Märkte glauben Frau Lagarde nicht. Die glauben nicht an die Prognosen, die glauben nicht an die Forward Guidance, denn erstens, Sie haben gehört, dass Frau Lagarde sehr viel über Inflation gesprochen hat. Inflation, Inflation, Inflation. Und weil Sie nicht daran glauben, dass die Inflation 2022 dann kein Problem mehr sein wird, ist der Euro heute gestiegen. Denn man sagt sich, ja, dann muss die EZB, die Europäische Notenbank, dann eben die Geldpolitik ein bisschen straffen. Früher oder später muss wahrscheinlich sogar in 2022, so die Erwartung der Märkte, die Zinsen anheben. Da ist die EZB mental noch sehr, sehr weit entfernt. Jerome Blockland sagt hier, ja, überall Inflation, Inflation, Inflation. Ständig hat sie das gesagt, aber das Wort transitory, vorübergehend, ist da nicht mehr vorgekommen. Und wir sehen auch, dass die Märkte, die die Inflationserwartungen bepreisen, der Frau Lagarde nicht glauben, denn die sind weiter gestiegen, die sogenannten Five-Year-Swaps. Neues Hoch jetzt auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Und Holger Cipisch sagt, ja, also wenn eines klar ist, dann das, dass die Bundesbank mausetot ist mit der EZB, denn das letzte Mal, als wir eine Inflation von 4,5% hatten, da stand der Leitzins der Bundesbank bei 6,75%. Und jetzt müssen die Herrschaften früher oder später mal auf die Psychologen-Couch. Jerome Powell liegt da schon, die Lagarde ist dann als nächstes dran. Hier fragt der Psychiater, also diese... Eine Frage muss ich noch stellen, diese vorübergehenden Kräfte in Sachen vorübergehender Inflation, sind die jetzt noch im Raum oder wie ist es da? Also mit anderen Worten, bist du noch ganz bei Troste, könnte man das übersetzen. Und Sven Henrik bringt hier einen, glaube ich, sehr, sehr wichtigen Punkt. Selbst wenn wir jetzt nicht weiter steigende Inflation haben, also zumindest nicht mit diesen Raten, wie wir sie jetzt in 2021 gesehen haben im nächsten Jahr, dann bleibt aber der Punkt, dass eben die Preise ja deutlich gestiegen sind, vor allem die Energiepreise. Und da brauchen die Konsumenten eine Kompensation, einen Ausgleich dafür. Wie kriegen sie den? Höchstens durch Lohnsteigerungen. Sie müssen also höhere Löhne einfordern, diese höheren Löhne aber sorgen dann gleichzeitig wieder für mehr Inflation, womit dann das Inflationsproblem, und das widerspricht der Argumentation von Frau Lagarde, eben dann doch wieder virulent werden würde. Und es gibt einige Anzeichen aus Unternehmen, die sagen, ja, diese Chip-Geschichte, dieser Supply, der Mangel an Chips, der ist ein bisschen besser geworden. Das sagt Volkswagen, das sagt Stellantis, das sagt Ford. Also wird damit alles gut, wenn die Chips wieder da sind? Wahrscheinlich nicht, denn es fehlt dann an anderen Dingen, wie zum Beispiel Aluminium, wo Produktion stillgelegt wird. Also die Grundstoffe, die dann in solchen Fahrzeugen verbaut werden, da hilft es mir nichts, wenn ich dann die Chips irgendwann wieder habe, wenn dann eben andere Teile fehlen, mit denen ich eben kein Auto bauen kann oder die unbedingt notwendig sind, um ein Auto zu bauen. Mit anderen Worten, die Märkte, und das sehen wir in den Anleihemärkten, die ein völlig anderes Szenario derzeit spielen als die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte sagen sich, super geile Situation, Fear of Missing Out, wir müssen alle in Aktien, wollen alle raus aus Anleihen, werden wir gleich sehen. Aber die Anleihemärkte sagen, wir stehen vor einer Rezession möglicherweise, denn wenn die Zinskurve invertiert, und das ist heute passiert bei den länger laufenden US-Staatsanleihen, die 20-jährige rentiert jetzt weniger als die 30-jährige US-Staatsanleihe, und eine Inversion ist immer eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen für eine Rezession. Und hier unten sehen wir nochmal den VIX gegen den MOVE, also die Volatilität der Aktienmärkte gegen die Volatilität der Anleihemärkte. Und da geht es deutlich volatiler zu. Die sind also nervös, die Herrschaften. Und warum sind sie nervös, die Anleihemärkte? Weil sie sagen,
Die Notenbanken sind aufgrund der Inflation gezwungen, die Geldpolitik zu straffen. Und dementsprechend sehen wir auch, dass die 5- und die 10-jährige US-Staatsanleihe, dass da die Zinskurve sich weiter verflacht, also die Renditedifferenz weiter abnimmt. Und das ist ein globales Phänomen. Wir haben es in Australien gesehen, wir haben die Bank of Canada gesehen, die QE eingestellt hat und praktisch Zinsanhebungen angekündigt hat. Ähnliches, nicht ganz so scharf die Bank, also die australische Notenbank. Andere haben die Zinsen massiv angehoben, wie die brasilianische Notenbank. Aber sei es so. Auf jeden Fall, das, was die Anleihemärkte spielen, ist Abschwächung der Wirtschaft. Kann eigentlich auch nicht gut sein für die Aktienmärkte normalerweise. Wir haben heute das BIP gehabt mit 2,0% deutlich unter der Erwartung. Und auch in den USA sehen wir natürlich einen relativ starken Preisauftrieb. Wir haben jetzt weiter steigende Benzinpreise in den USA. Das ist für die Biden-Regierung, die ohnehin derzeit sehr unpopulär ist, durchaus ein Problem. Übrigens steigen die Benzinpreise praktisch im Einklang mit den weltweiten Nahrungsmittelpreisen. Das ist eine sehr interessante Grafik, die Sie hier sehen. Aber was machen die Aktienmärkte daraus? Die Fundmanagers, die von der Bank of America befragt wurden, die haben gesagt, ja, also wir sind ziemlich besorgt über die Wirtschaft. Dann fragt der Kunde, der das Geld da reingesteckt hat, sagt, ja, aber sollten wir jetzt unsere Risiken reduzieren, was die Aktien betrifft? Nein, nein, überhaupt keine Notwendigkeit. Wir kaufen Tesla und es war heute mal wieder Tesla, die deutlich gestiegen sind. Das hat sicherlich auch zu tun morgen mit dem Verfall der Optionen. Da ist ein sogenannter Gamma-Squeeze am Werk. Ich hatte darüber mal einen Artikel verfassen dürfen und können. Ich denke, dass dann ab Montag, vielleicht schon ab morgen, aber ab Montag dann eben dieser Gamma-Squeeze nicht mehr wirklich als Treiber für die Aktie fungieren wird. Wir sehen aber heute dann auch andere Tech-Werte weiter im Plus. Die Schwergewichte ziehen heute die Märkte, die Apple, die Amazons, die praktisch jetzt das machen, was mehr oder weniger das machen, was gestern Microsoft und Google gemacht haben. Also alle rein in Tech. Und JP Morgan ist hier völlig begeistert und sagt, also die Earnings surprise to the upside. Ja, wir haben teilweise gute Earnings, wir haben aber teilweise eben auch ziemliche Ausreißer und die werden auch gleich ziemlich abgestraft. Aber dadurch, dass die Ausreißer nicht von den Dickfischen kommen, sondern von den Nebenspielern sozusagen, von den nicht so marktschweren Aktien, hat das eben die Indizes nicht so stark beeinflusst. Und JP Morgan also empfiehlt jetzt zyklische Assets. Aber was alles an dieser ultralaxen Geldpolitik dranhängt, das hatte ich heute Morgen schon mal gezeigt. Wir haben einen fast Gleichlauf zwischen den Hauspreisen in den USA, der Fed-Bilanz und dem Margin Debt, also praktisch der Hebelung der Investoren im Aktienmarkt. Ein faszinierender Chart. Wenn jetzt eben die Geldpolitik gestraft werden muss, aufgrund eben des inflationären Drucks, wie es schon viele Notenbanken machen und die Fed im Ansatz beginnen wird wohl mit dem Tapering, dann ist vielleicht hier die Sache ein bisschen schwieriger. Aber heute dann auch nochmal gute Stimmung, weil diese ganze Build Back Better Geschichte wohl jetzt auf die Gleise kommt. Joe Biden braucht unbedingt einen Erfolg angesichts seiner überschaubaren Popularität, aber die sogenannten Progressives, also die linken Demokraten wie Bernie Sanders, die sagen, the bill now sucks, weil da so viele Dinge nicht drin sind, die Demokraten eigentlich die linken Demokraten unbedingt drin haben wollten. Also mal schauen, ob das alles so glatt geht. Aber jedenfalls, das war ein Grund dafür, dass dann auch die Futures angezogen sind. Die Meldung kam zur rechten Zeit. Amazon und Apple werden heute ja berichten. Wir haben bei Finanzmarktwelt einen Vorschauartikel geschrieben und werden eben die Zahlen bringen. Schauen Sie da unbedingt rein, denn das ist ein echter Market Mover. Apple alleine bewegt gut 11% des Nasdaq, gut 6% des S&P 500 und Amazon bringt es immerhin auch noch auf über 7% beim Nasdaq und knappe 4% beim S&P 500. Amazon ja zuletzt nicht so gut gelaufen. Heute, wie gesagt, geht die Aktie nach oben. So wie Apple, mal schauen, was die Zahlen bringen. Aber diese ganze FOMO-Geschichte, diese ganze Liquidität der Notenbanken, die absehbar, aber ich will nicht sagen geringer wird, was die Amerikaner betrifft, aber es wird eben nicht mehr ganz so partymäßig dahergehen. Und jetzt sagt hier Nassim Taleb, befragt hier nach den Ausgaben, die dieses Build Back Better Programm von Joe Biden ja mit sich bringen wird, also die erneute Verschuldung der Amerikaner. Joe Biden sagt ja, das wird ja dann durch Steuern bezahlt von den Reichen und so weiter und so fort. Das ist natürlich totaler Bullshit. Das wird nicht bezahlt, nicht refinanziert werden können. Aber hier sagt Nassim Taleb, der Schöpfer des Begriffs, der schwarze Schwan,
Der sagt also, wir haben andere Probleme als eben die Verschuldung. Naja, kann man so oder so sehen. Jedenfalls sagt er, wir haben vor allem ein Problem mit den Bewertungen, nämlich die Bewertungen von Assets und vor allem auch von Kryptos, die etwa so 2 bis 3 Billionen auf die Waage bringen. Wer Kryptos handelt und die ein Jahr hält, kann das ja steuerfrei tun. Das geht mit Aktien ja nicht. Da gibt es die Abgeltungssteuer oder nicht mehr. Früher konnte man das eben auch noch ein Jahr oder wenn man es ein Jahr gehalten hat, steuerfrei veräußern. Alle wollen in Aktien rein, das sehen wir bei dem NAAIM Exposure. Das ist die Positionierung der amerikanischen Vermögensverwaltervereinigung. Hier sind wir bei 103, das erste Mal seit Frühling, dass wir jetzt über 100 sind. Das heißt, die sind all in und noch ein bisschen gehebelt in den Aktienmärkten. Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen, ist jetzt extrem. Und jetzt gucken wir mal die Gegenseite dieser Gier an, nämlich die Angst, in Sachen in Anleihen zu gehen. Hier sehen wir auch, die Umfrage der Bank of America zeigt, dass da die Stimmung gegenüber und die Allokation gegenüber Anleihen, keiner will in Anleihen sein, weil sie alle sagen, naja, also die Renditen werden steigen, dann würden nämlich die Anleihekurse fallen. Aber was ist, wenn die Wirtschaft so dermaßen abschmiert, dass dann die Anleihen wieder als sicherer Hafen fungieren? Dann liegen die alle sozusagen falsch. Alle sind im selben Boot in Aktien, keiner ist in Anleihen. Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Anleihen gelten praktisch nicht mehr als investierbar. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Wir sehen schon am indischen Aktienmarkt, der ja extrem gestiegen war in letzter Zeit, der mit der teuerste ist. Nach Dänemark, den USA, kommt schon Indien als teuerster Aktienmarkt in Relation zu den Fundamentals. Da hat jetzt die Notenbank ein bisschen Cash aus dem System gezogen, die indische nämlich. Morgan Stanley hat dann noch ein Downgrade gemacht und zack geht es da ziemlich deutlich nach unten. Also Liquidität der Notenbanken, das ist eben der entscheidende Faktor, der hier zählt. Kommen wir nochmal zur ganzen Energiegeschichte. Gaspreis sinkt heute, weil Wladimir Putin da gesprochen hat. Hat gesagt, ja, wir werden jetzt doch wieder ein bisschen was liefern. Daraufhin von der Leyen, unsere liebe Uschi, gesagt, ja, also reden ist das eine, sehen, dass da Handlung passiert, das haben wir noch nicht. Also wir warten auf Taten. Andreas Deno Larsen zeigt hier, dass natürlich, oder wie er sagt, dass Russland damit oder Putin damit zugegeben hat, dass man wohl absichtlich weniger Gas geliefert hat, wenn man jetzt sagt, man wird mehr Gas liefern. Das ist ja doch ein bisschen auffällig. Hier sehen wir übrigens die Bestände in Rheden. Das ist in Niedersachsen und nicht, wie der liebe Markus Koch heute gemeint hat, in Sachsen. Kleiner Unterschied, nicht viel, aber der Unterschied bei Niedersachsen zu Sachsen ist, die einen sprechen Deutsch, die anderen nicht, gell, kleiner Scherz, ne? Jedenfalls bei Vechta, nicht unweit oder unweit von Bremen, ist dieses Reden und da soll also, da muss Gas rein, sonst wird es ein bisschen schwierig. Putin jedenfalls hat das angesagt, wir haben jetzt ein bisschen wieder mehr Wind bekommen, was die alternativen Energien, die Produktion der alternativen Energien ein bisschen steigern wird. Und wir haben in China eben fallende Kohlepreise, weil China steigende Preise verboten hat. Vielleicht wird sich da kurzfristig die Situation etwas entspannen, aber es kommt eben auf den Winter an. Und hier noch ein Artikel, den ich Ihnen anempfehle. Inflation im November bei 5%, Risiken nicht länger kleinreden, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Das sind Aussagen von Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Und ein wichtiger Punkt ist eben, ab 1. Januar 2022 steigt dann nochmal die CO2-Abgabe, sodass der Spritpreis ja, dann nochmal saftig teurer wird. Und das ist eben einer der Faktoren, neben strukturellen Faktoren wie Arbeitnehmer sind in einer super guten Position, die werden und können jetzt eben bessere Löhne verhandeln. Wir haben steigende Mieten etc. Alles das ist inflationär, strukturell inflationär und dementsprechend glaube ich nach wie vor nicht an die temporary Geschichte, zumal wir eben in einer Situation der Entglobalisierung sind. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Sachen uns geliefert werden. Wir müssen mehr und mehr wieder hier herstellen. Das geht aber nur zu höheren Kosten, dementsprechend auch strukturell inflationär. Aber wie gesagt, ich verweise auf den Artikel unter dem Video verlinkt und 22 Uhr, ab 22 Uhr, meine Damen und Herren, Apple und Amazon, das wird ein absoluter Hingucker. Ich sag's, Servus und Ciao.